In Hamburg begrüße ich den Buchautor der Wirecard Story, Volker Ter Haseborg. Die erste Frage beginnt einfach mit: Wie kann es sein? Und daran schließen sich alle weiteren Fragen an. Wie konnte es zu einem kollektiven Versagen kommen? Ja, im Grunde deshalb, weil die Aufsicht versagt hat. Auf der einen Seite haben wir Aufsicht innerhalb des Unternehmens Wirecard, Wirtschaftsprüfer, aber auch Aufsichtsräte, die versagt haben. Und auf der anderen Seite haben wir staatliche Aufseher wie die Deutsche Finanzaufsicht BaFin, aber auch andere Institutionen, die sich mit Unternehmen beschäftigen, die etwa die Wirtschaftsprüfer kontrollieren. Und all diese Institutionen haben versagt. Aber es gab doch Hinweise und Berichte über Unregelmäßigkeiten. Warum wurden die monatelang missachtet? Da kann man eigentlich folgendes Argument anführen, dass Wirecards Geschichte einfach zu schön war, um wahr zu sein, und dass die Wirecard ein aufstrebendes Unternehmen war, mit dem sich viele in Deutschland gerne geschmückt haben, auch Politiker. Wirecard war ein digitales Unternehmen, welches sich auch noch im Zukunftsmarkt Zahlungsabwicklung getummelt hat. Und damit hat man sich gerne geschmückt, und diese Erfolgsgeschichte, die fand man so gut, dass man sie unterstützen wollte. Unter anderem eben auch durch Fürsprache etwa in China, die dann noch gefördert wurde durch berühmte Lobbyisten, wie den ehemaligen Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg. Ja, das kam in dem Untersuchungsausschuss ja auch noch zur Sprache. Der Fraktionsvize der Linken, Fabio De Masi, betont, staatliche Institutionen hätten schlicht eine hohe Bereitschaft gezeigt, dieser kriminellen Bande auf den Leim zu gehen. Aber nochmal die Frage, warum? Ja, letzten Endes, weil es zu wenig Mechanismen gab, das Versagen zu verhindern. Also schauen wir uns mal das Beispiel aus dem Jahr 2019 an. Damals hat die BaFin verboten, dass man auf fallende Wirecard-Kurse von der Aktie wettet und ein Leerverkaufsverbot verhängt. Und das auf Basis von völlig kruden Argumenten. Damals hatte ein Wirecard-Anwalt bei der Staatsanwaltschaft in München behauptet, Wirecard werde erpresst. Die BaFin hat damals dieses Leerverkaufsverbot verhängt und gleichzeitig gegen Journalisten, die den Wirecard-Skandal aufgedeckt haben, Ermittlungen veranlasst, Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft München auf den Weg gebracht, sodass auf der einen Seite gegen die Aufklärer des Wirecard-Skandals ermittelt wurde und auf der anderen Seite die Opferrolle Wirecards gestärkt wurde. Nämlich das war ein ganz massives Moment von Wirecard. Man hat immer das Bild bemüht eines deutschen Vorzeigeunternehmens, welches von Börsenspekulanten, aber auch von Journalisten angegriffen wird. Und dieses Symbol, dieses Leerverkaufsverbot, das hat die BaFin damals im Jahr 2019 noch gestärkt und die Überprüfung von Wirecard total auf die lange Bank geschoben. Man hat sich die Bilanz angeguckt, aber die Vorwürfe, die da offen im Raum standen, wurden noch nicht mal aufgeklärt, als Wirecard im Jahr 2020, also anderthalb Jahre später, pleite war. Aber was schon arg irritiert, ist, dass selbst renommierte Wirtschaftsprüfer den Betrug einfach nicht auf die Schliche kamen. Noch einmal, warum? Ja, im Fall der Wirtschaftsprüfer spielt sicherlich auch eine Rolle, dass man wirklich sehr lang schon zusammengearbeitet hat und dass sich vielleicht daraus ein problematisches Verhältnis ergeben hat. Im Rolle dieser Wirtschaftsprüfer muss man sagen, dass die kommenden Wochen sehr spannend werden, denn die Wirtschaftsprüfer werden im Untersuchungsausschuss in der kommenden Woche aussagen müssen. Und da gibt es sicherlich sehr viele Menschen, die diese Zeugenvernehmung aufmerksam verfolgen. Weil EY, Wirtschaftsprüfer von Wirecard, könnte ja verklagt werden. Bei Wirecard selber gibt es für enttäuschte Anleger, die sehr, sehr viel Geld verloren haben, kaum noch was zu holen, aber bei EY sehr wohl. Also wir wollen jetzt hier keine Klischees über Finanzgebaren verbreiten, aber war einfach die Gier größer als die Klugheit? Ja, sicherlich die Story, die viel zu schön war, um wahr zu sein. Also die hat einfach auffallend vielen Menschen zu gut gefallen. Da muss man allerdings auch die Anleger sozusagen mit ins Boot holen. Sie haben ja auch auf diese Geschichte vertraut und waren begierig darauf, mit Wirecard Geld zu verdienen. Aber eben auf der anderen Seite waren das auch Politiker, wie schon erwähnt, und sicherlich auch die Wirecard-Manager, die in ihrer eigenen Erfolgsstory gewissermaßen gefangen waren. Volker Ter Haseborg zur Wirecard-Story. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.